Das rechtfertigt doch noch nicht die Mittel, die er einsetzt, oder? Das sagt ja auch gar keiner. Ich denke nur darüber nach, dass es nicht ausreicht, zu verurteilen. Natürlich ist das, was auf der Krim geschieht, etwas, was auch Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Aber wissen Sie, warum ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem erhobenen Zeigefinger, das will ich Ihnen gerade in einer solchen Veranstaltung sagen, weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Naja. Moment. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das war einfach so. Ja. Herr Wimmers, Sie waren Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium in der Regierung Kohl. Das heißt, Sie haben den Kalten Krieg miterlebt, aktiv als Politiker. Fühlen Sie sich an die Zeit erinnert? Ich habe nicht nur den Kalten Krieg erlebt. Ich war Übungsminister in der letzten große NATO-Übung des Kalten Krieges, Vintex-Simex, und ich habe 8 Tage lang konventionell und 8 Tage Nuklearkrieg geführt. Ich weiß, was das bedeutet. Hier ist eben schon mehrfach vom Völkerrecht die Rede gewesen. Das Theater, was wir derzeit haben, das ganze Inferno und die Toten, fingen an mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Die Vereinigten Staaten zerstören das Völkerrecht, wo sie nur können. Von vorne bis hinten und in allen Teilen der Welt. Und das ist die Situation, mit der wir derzeit auch uns auseinandersetzen müssen. Eine Logik, die also von Lügen und falschen Urteilen völlig durchsetzt ist. Die ganze Außenpolitik ist ein einziges Lügengebäude. Ein einziges Lügengebäude. Das beginnt ja damit, dass wir immer davon reden, die USA hätten einen Verteidigungsetat. Welch eine gewaltige Lüge. Dieser Etat, der also, sagen wir, alle anderen Etats in der Welt übertrifft, und die haben überhaupt keine Feinde, die Mexikaner wollen sie nicht angreifen und die Kanadier, soweit ich weiß, auch nicht. Also sie haben einen Etat, um also militärisch der Hegemon in der ganzen Welt zu sein, das wollen sie auch, aber sie reden von einem Verteidigungsetat. So, und so geht also das Lügen geht also unterbrochen weiter. Jeder Interventionskrieg der USA wurde mit einer Lüge begründet. Die meisten wissen noch beim Irak, das ist noch bekannt. Aber das war vorher auch immer schon so, dass irgendwelche Lügen am Anfang standen und dann wurde die Öffentlichkeit aufgehetzt, die Medien haben mitgespielt und dann musste man auf einmal Krieg führen. Und dieser Kriegslogik, der muss sich zumindest eine politische Kraft nicht unterwerfen. Wir dürfen uns niemals dieser Logik unterwerfen, sonst sind wir nachher genauso mit von der Partie wie also die Sozialdemokraten im Kaiserreich. Genauso. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.